So, meine Damen und Herren, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Vorlesung Bilanzrecht in dieser Woche. Wir waren in der letzten Stunde bei den Buchungssätzen stehen geblieben. Wir haben also schon im Beispiel 1 eine ganze Reihe von Buchungssätzen miteinander erstellt. Und nochmal zur Erinnerung zu Beginn. Es gilt der Grundsatz der doppelten Buchführung. Das heißt, jeder Geschäftsvorfall, der sich im Laufe des Geschäftsjahres ereignet, wird auf mindestens zwei Konten erfasst. Und zwar einmal auf der Soll-Seite, einmal auf der Haben-Seite. Und für Zwecke der laufenden Buchführung wird jeder Posten der Bilanz und jeder Posten der Gewinn- und Verlustrechnung in ein Konto aufgelöst. Bei den einzelnen Posten der Bilanz spricht man von aktiven bzw. passiven Bestandskonten und bei den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung von Erfolgskonten, Aufwandskonten, Ertragskonten. Und wir hatten uns jetzt im Beispielsfall 2 eine Konstellation angeschaut, wo es zum Teil auch Geschäftsvorfälle, die erfolgswirksam sind, gegeben hat. Im ersten Beispiel waren es ausschließlich erfolgsneutrale Geschäftsvorfälle, die also nur die Bestandskonten der Bilanz berührt haben. Jetzt haben wir dagegen auch einige Geschäftsvorfälle, die erfolgswirksam sind, dementsprechend die Erfolgskonten, also Aufwandsertragskonten der Gewinn- und Verlustrechnung betreffen. Unser Ausgangspunkt war die Bilanz des Einzelkaufmanns A zum 31.12.2018, die wie hier dargestellt aussieht. Und diese Bestände der einzelnen Posten der Bilanz werden dann in die entsprechenden aktiven und passiven Bestandskonten als Anfangsbestände übernommen. Für die Konten zur Gewinn- und Verlustrechnung, also für die Erfolgskonten, gibt es keine Anfangs- und Schlussbestände, denn es handelt sich ja bei den Erfolgskonten um eine und auch bei der Gewinn- und Verlustrechnung um eine zeitraumbezogene, also nicht auf einen Stichtag, nicht auf einen bestimmten Bestand an einem Stichtag bezogene Betrachtung, sodass hier nur die Aufwendungen des betreffenden Geschäftsjahres ohne irgendwelche Anfangs- oder Schlussbestände erfasst werden. Also Anfangsbestand, Schlussbestand gibt es nur bei den Bestandskonten der einzelnen Posten der Bilanz, nicht bei der Gewinn- und Verlustrechnung. So, nochmal zur Wiederholung. Der erste Geschäftsvorfall. Im ersten Geschäftsvorfall kauft der Kaufmann Waren ein, und zwar 100 Einheiten zum Einzelpreis von 200 Euro. Das heißt also für insgesamt 20.000 Euro. Dies gegen Begründung einer Lieferantenverbindlichkeit, also auf Kredit. Und für diesen ersten Geschäftsvorfall war der Buchungssatz, wir haben also auf der Soll-Seite, da haben wir also einen Zugang berührt, das aktive Bestandskonto Waren. Da ist ein Zugang zu erfassen auf der Soll-Seite und darüber hinaus bei dem passiven Bestandskonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf der Haben-Seite zu erfassen, eine Erhöhung der Verbindlichkeiten, das heißt also per Waren an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. 20.000, das war also der erste Geschäftsvorfall. Wir haben also das Warenkonto, auf dem es in der Bilanz zum 31.12.2018 keinen Bestand gab, also Anfangsbestand 0. Und jetzt kommt hier hinzu 20.000 auf der Soll-Seite zu erfassen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Da hatten wir einen Anfangsbestand von 50.000 und jetzt kommt hier auf der Habenseite bei diesem passiven Bestandskonto zu erfassen hinzu eine weitere Verbindlichkeit von 20.000. Dann der nächste Geschäftsvorfall 1b. Es werden diese Waren und zwar die Hälfte davon 50 Einheiten zum Stückpreis von 300 Euro verkauft auf Kredit, das heißt gegen Begründung einer Forderung aus Lieferungen und Leistungen. Hier ist nicht nur die Bilanz, sondern hier ist auch die Gewinn- und Verlustrechnung berührt. Das heißt also, wir müssen jetzt nicht nur bebuchen die Bestandskonten, sondern zugleich auch die Erfolgskonten, die Aufwandsertragskonten.
Zunächst einmal, es scheiden durch diesen Vorgang Waren aus dem Unternehmen aus, und zwar Waren im Buchwert von 10.000, die Hälfte der im Geschäftsvorfall 1a erworbenen Waren scheidet jetzt wieder aus dem Unternehmen aus. Das heißt also, das wäre dann zunächst einmal auf der Habenseite des aktiven Bestandskontos Waren zu erfassen. Und das bildet zugleich einen Materialaufwand. Das wäre also auf der Sollseite des Aufwandskontos Materialaufwand zu erfassen. Das heißt, hier würde der Buchungssatz lauten: per Materialaufwand an Waren 10.000, entsprechend dem Buchwert. Das wäre der erste Teil der Buchung. Und dann kommt noch hinzu, es wird durch die Veräußerung der Waren ein Erlös, ein Umsatzerlös erzielt von 15.000. Und da wird auf Kredit geliefert. Das heißt, es wird eine Forderung aus Lieferungen und Leistungen begründet. Wir haben also auf der Sollseite des aktiven Bestandskontos Forderungen auf Lieferungen und Leistungen zu erfassen, diese Erhöhung um 15.000, und dann auf der Habenseite des Ertragskontos Umsatzerlöse 15.000, das wäre der zweite Buchungssatz, per Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Umsatzerlöse 15.000, das also der Buchungs-, der Geschäftsvorfall 1b, hier also zu erfassen diese Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die hinzukommt, dann weiter zu erfassen der Materialaufwand von 10.000 Euro, die Waren im Buchwert von 10.000 Euro verlassen, das Unternehmen Materialaufwand, und dann haben wir hier die Umsatzerlöse von 15.000, das also dieser Geschäftsvorfall 1b. So, dann der Geschäftsvorfall 2. Wollen wir auch noch mal kurz durchgehen zur Wiederholung. Es werden Rohstoffe gegen Begründung einer Lieferantenverbindlichkeit, das heißt also auf Kredit gekauft für 30.000 Euro. Das heißt also, hier erhöht sich das aktive Bestandskonto Rohstoffe. Und wir haben zugleich eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, also per Rohstoffe an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 30.000 Euro. Dann der nächste Teilgeschäftsvorfall, es werden 50 dieser Einheiten von Rohstoffen Buchwert, dieser 50 Einheiten 15.000 Euro für die Produktion verbraucht. Das wäre Materialaufwand, und wir hätten dementsprechend einen Abgang bei dem aktiven Bestandskonto Rohstoffe in Höhe von 15.000. Das wäre dort auf der Habenseite zu erfassen, und auf der Sollseite dann der Materialaufwand. Das heißt also, hier der Buchungssatz per Materialaufwand an Rohstoffe 15.000, entsprechend dem Buchwert. Dann werden aus diesen Rohstoffen 5 Spezialmaschinen hergestellt, die Produktionskosten von 10.000 Euro pro Stück. In diesen Produktionskosten ist auch der Materialaufwand schon enthalten. Das also nur zur Bezifferung des Buchwertes. Wir haben ja den Grundsatz des Wertansatzes mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Und hier wäre berührt ein besonderes Konto, das Konto Bestandsveränderung. Dieses Konto ist dann zu bebuchen, wenn beispielsweise aus Rohstoffen ein neuer Vermögensgegenstand, ein neues Wirtschaftsgut hergestellt wird. Hier eben diese Maschine, da spricht man von Bestandsveränderung. Das ist, wenn man so will, ein gemischtes Konto, das man nicht so eindeutig den Aufwendungen, nicht so eindeutig dem Ertrag zuordnen kann. Also es ist eher ein Ertragskonto. Der Ertrag besteht eben darin, dass ein neuer Vermögensgegenstand, ein neues Wirtschaftsgut geschaffen wird. Das wäre also auf der Habenseite des Kontos Bestandsveränderung zu erfassen, und wir haben zugleich dann auf der Sollseite des aktiven Bestandskontos fertige Erzeugnisse einen Zugang. Das heißt, hier wäre der Buchungssatz per fertige Erzeugnisse an Bestandsveränderung 50.000, entsprechend wiederum
dem Buchwert, nämlich entsprechend den Herstellungskosten dieser 5 Maschinen. Und schließlich werden 3 dieser Maschinen für jeweils 25.000 Euro verkauft. Das heißt also, 3 dieser fertigen Erzeugnisse scheiden aus dem Unternehmen aus. Dementsprechend hätten wir bei dem aktiven Bestandskonto fertige Erzeugnisse eine Minderung des Bestands zu erfassen dort auf der Haben-Seite. Und es wird darüber hinaus insoweit auch das Konto Bestandsveränderung berührt. Da haben wir dann auf der Soll-Seite des Kontos Bestandsveränderung zu erfassen eine Verringerung gewissermaßen dieser Bestandsveränderung, denn diese fertigen Erzeugnisse verlassen wieder das Unternehmen. Das ist auf diesem Konto Bestandsveränderung dann auf der Soll-Seite zu erfassen. Das heißt, der erste Buchungssatz für diesen Geschäftsvorfall 2D würde lauten: per Bestandsveränderung an fertige Erzeugnisse und dann 30.000 entsprechend dem Buchwert dieser 3 Spezialmaschinen. Eine hat ja einen Buchwert von 10.000, entsprechend den Herstellungskosten 3, also 30.000. Also per Bestandsveränderung an fertige Erzeugnisse 30.000. Und es wird ein Erlös, ein Umsatzerlös erzielt pro Maschine von 25.000, das heißt insgesamt 75.000. Und dies geschieht gegen Kreditgewährung. Das heißt also, es wird eine Forderung aus Lieferungen und Leistungen begründet. Insoweit erhöht sich das aktive Bestandskonto Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu erfassen auf der Soll-Seite. Also per Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Umsatzerlöse 75.000. Das ist also der zweite Teil dieses Buchungssatzes. Also bei diesem Geschäftsvorfall 2, hier werden verbraucht Rohstoffe, werden angeschafft zunächst einmal Rohstoffe, die dann zum Teil wieder verbraucht werden, auf der Habenseite zu erfassen. Dann hier haben wir dieses Konto fertige Erzeugnisse. Da werden zunächst einmal fertige Erzeugnisse hergestellt, also ein Zugang auf der Soll-Seite von 50.000, 30.000 verlassen das Unternehmen dann wieder bei diesem Veräußerungsvorgang. Dann werden Forderungen durch diese Veräußerung aus Lieferungen und Leistungen begründet, in Höhe von 75.000 erfasst, zu erfassen auf dem entsprechenden aktiven Bestandskonto. Und dann hatten wir hier durch den Verbrauch der Rohstoffe Materialaufwand zu erfassen auf der Soll-Seite des entsprechenden Aufwandskontos von 15.000. Und wir hatten dann zuletzt durch die Veräußerung der Maschinen, die hergestellt worden waren, einen Umsatzerlös in Höhe von 75.000. Das ist also der Geschäftsvorfall 2. Das nochmal zur Wiederholung. So, jetzt machen wir weiter mit dem Geschäftsvorfall Nummer 3. Lohn- und Gehaltszahlungen an die Mitarbeiter des einzelkaufmännischen Unternehmens durch Banküberweisung monatlich 10.000 Euro. Auf das gesamte Jahr macht das 120.000 Euro. Das ist ein Aufwand, ein reiner Aufwand, für den also kein neues Wirtschaftsgut in das Unternehmen gelangt. Es wird allerdings berührt das Bankkonto. Dort haben wir einen Abgang. Das heißt also, auf dem Bankkonto müsste dementsprechend auf der Habenseite erfasst werden, diese Verringerung um 120.000 Euro. Und zugleich haben wir einen Aufwand für diese Lohn- und Gehaltszahlungen, das wäre auf dem entsprechenden Aufwandskonto zu erfassen. Das heißt also, wir hätten hier als Buchungssatz per Personalaufwand Sollseite an Bankkonto 120.000. Das wäre der Buchungssatz zu diesem Geschäftsvorfall 3. Also zunächst einmal das Bankkonto berührt, da hatten wir einen Anfangsbestand von 180.000 und auf der Habenseite nun zu erfassen eine Verringerung des Bestands 120.000 durch diese Überweisung
Und auf der Soll-Seite ist berührt der Personalaufwand, Lohn- und Gehaltszahlungen 120.000. So, dann der Geschäftsvorfall Nummer 4. Auf technische Anlagen und Maschinen müssen Abschreibungen, wir gehen einmal davon aus, planmäßige Abschreibungen vorgenommen werden von 30.000 Euro. Sie erinnern sich, hier geht es um die Folgebewertung von Vermögensgegenständen, Wirtschaftsgütern des Kaufmanns, Anfangsbewertung bei den Anschaffungsherstellungskosten und bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens haben planmäßige Abschreibungen zu erfolgen. Hier müssen die Anschaffungsherstellungskosten verteilt werden auf die voraussichtliche Nutzungsdauer des betreffenden Vermögensgegenstands und im Zuge dieser planmäßigen Abschreibungen müssen hier 30.000 Euro in Abzug gebracht werden. Das betrifft das Anlagevermögen. Das heißt, wir hätten insoweit eine Verringerung des Bestands des Anlagevermögens um 30.000. Und darüber hinaus stellt das wiederum Aufwand dar, und zwar in Gestalt von Abschreibungen. Da haben wir ein entsprechendes Aufwandskonto Abschreibungen. Da wäre dieser Aufwand auf der Soll-Seite zu erfassen. Das heißt, der Buchungssatz würde hier lauten per Soll anhaben, per Abschreibungen an Anlagevermögen 30.000. Ja, Anlagevermögen hier Anfangsbestand aus der Bilanz zum 31.12.2018 100.000. Jetzt haben wir Abschreibungen von 30.000. Das also hier auf der Habenseite zu erfassen. Und dann ist berührt das Aufwandskonto der Abschreibungen, das zu erfassen auf der Soll-Seite 30.000. Der Buchungsvorfall Nummer 5. Es werden Aufwendungen getätigt für eine Werbekampagne. Es wird also an eine Werbeagentur beispielsweise wird eine Vergütung, ein Entgelt für eine Werbekampagne gezahlt, für Dienstleistungen letztendlich also. Und diese Werbekampagne wird per Banküberweisung bezahlt, 50.000 Euro. Dementsprechend kommt es hier zu einer Minderung des Bestands des aktiven Bestandskontos Bankkonto um 50.000 auf der Habenseite zu erfassen. Und es handelt sich hier um Aufwendungen, um unspezifische Aufwendungen sozusagen. Das wären dann sonstige Aufwendungen. Und auch hier verbleibt im Unternehmen kein Wirtschaftsgut, kein Vermögensgegenstand, der angeschafft wird. Es ist ja eine Dienstleistung, die ist kein tauglicher Vermögensgegenstand oder Wirtschaftsgut. Es ist eine nicht gegenständliche Leistung. Das heißt also, hier ist auf der Aktivseite sonst nichts zu erfassen. Es bleibt also hier beim Buchungssatz per Soll anhaben, per sonstige Aufwendungen an Bankkonto 50.000. Also einmal erfasst, einmal betroffen hier das Bankkonto. Da haben wir eine Verringerung um 50.000 des Bestandes und auf der anderen Seite ist erfasst das Aufwandskonto sonstige betriebliche Aufwendungen. Das sind also alle Aufwendungen, die sich nicht einem speziellen, einem besonderen Aufwandskonto zuordnen lassen, 50.000. Dann muss der Kaufmann Zinsen für einen aufgenommenen Kredit zahlen und diese Zinsbelastung wird von seinem Bankkonto abgebucht. Hier haben wir es mit Zinsaufwendungen zu tun. Da gibt es also ein spezielles Aufwandskonto und wieder berührt ist das aktive Bestandskonto Bankkonto. Da haben wir eine Verringerung um 5.000 zu erfassen auf der Habenseite. Hier also der Buchungssatz per Soll anhaben, per Zinsaufwand an Bankkonto 5.000. Also zum einen berührt auf der
Habenseite das aktive Bestandskonto Bankkonto, 5000 Verringerung des Kontostandes, und zum anderen berührt das Aufwandskonto Zinsaufwendungen, hier zu erfassen auf der Sollseite 5000. Dann der Buchungsgeschäftsvorfall Nummer 7. Es erfolgt eine Zinsgutschrift des Kreditinstituts. Wir unterstellen mal, auch wenn das heutzutage eher unrealistisch ist, dass es für das Bankguthaben eine Verzinsung gibt. Und insoweit werden gutgeschrieben wiederum auf dem Bankkonto 3000 Euro. Und das wäre dann ein Zinsertrag des Unternehmens. Das wäre also auf dem entsprechenden Ertragskonto auf der Habenseite zu erfassen. Und es wäre ein Zugang beim aktiven Bestandskonto Bankkonto dort auf der Sollseite zu erfassen. Dementsprechend lautet der Buchungssatz für den Geschäftsvorfall Nummer 7 per Soll an Haben, per Bankkonto an Zinsertrag 3000 Euro. Der Geschäftsvorfall Nummer 7, einmal also berührt hier das Bankkonto, einen Zugang von 3000 Euro, und auf der anderen Seite das Ertragskonto, Zinserträge hier zu erfassen auf der Habenseite 3000 Euro. Ja, hier ist die Frage, gibt es eine Vorschrift, die vorgibt, welche Erfolgskonten zu führen sind? Das gibt es mittelbar für Kapitalgesellschaften. Ich hatte ja verwiesen auf die Vorschrift des Paragraphen 275 HGB. Dort finden Sie die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung, Paragraph 275 HGB. Das ist verbindlich nur für Kapitalgesellschaften. Sie finden dort aber, welche einzelnen Posten die Gewinn- und Verlustrechnung bei Kapitalgesellschaften haben muss. Und daraus können Sie letztendlich auch herleiten, welche Konten es bei Kapitalgesellschaften zumindest grundsätzlich geben muss. Das ist nicht verbindlich für unseren Einzelkaufmann, aber in der Praxis orientieren sich auch Unternehmen anderer Rechtsformen doch zumindest grob sowohl an dem Gliederungsschema für die Bilanz des Paragraphen 266 als auch an dem Gliederungsschema des Paragraphen 275 für die Gewinn- und Verlustrechnung. Und daraus ergibt sich dann jeweils zugleich nicht nur, welche Posten die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung haben muss, beziehungsweise bei Unternehmen anderer Rechtsformen als Kapitalgesellschaften haben sollte, sondern daraus können Sie zugleich entnehmen, welche Konten es im Einzelnen geben muss, die dann bebucht werden müssen, damit Sie die Kontenstände dann am Ende des Geschäftsjahres dann in die Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung übernehmen können. Also mittelbar ist es sozusagen durch diese Gliederungsschemata des 266 für die Bilanz und 275 für die Gewinn- und Verlustrechnung vorgegeben, verbindlich nur für Kapitalgesellschaften, aber Unternehmen anderer Rechtsformen orientieren sich ebenfalls daran, sind aber natürlich dann etwas freier als Kapitalgesellschaften. Das ist also für die nicht zwingend vorgegeben. So, jetzt der Geschäftsvorfall Nummer 8. Jetzt werden technische Anlagen und Maschinen, das heißt also Anlagevermögen, im Buchwert von 10.000 Euro auf Kredit verkauft für 15.000 Euro. Das heißt also, hier haben wir, Sie sehen, Buchwert 10.000 Euro. Der Erlös aus diesem Verkauf ist 15.000 Euro. Das heißt, hier ist wieder berührt die Gewinn- und Verlustrechnung. Dementsprechend müssen wir hier auch die Erfolgskonten mit einbeziehen. Zunächst einmal verlassen hier Gegenstände des Anlagevermögens im Buchwert von 10.000 Euro das Unternehmen. Das wäre dann ebenfalls ein Materialaufwand. Das heißt also, der erste Buchungssatz würde lauten per Materialaufwand an Anlagevermögen 10.000. Dann wird hier ein Erlös erzielt. Das wäre jetzt allerdings kein Umsatzerlös. Umsatzerlöse sind diejenigen Erlöse aus der laufenden, aus der regulären Geschäftstätigkeit des Unternehmens.
Hier wird dagegen Anlagevermögen verkauft. Das gehört also nicht zur regulären, zur regelmäßigen Geschäftsveräußerungstätigkeit des Unternehmens. Deswegen wäre das ein sonstiger betrieblicher Ertrag. Und jedenfalls ein Ertrag, das heißt, wäre auf dem Ertragskonto zu buchen. Und auf Kredit wird hier verkauft, das heißt, es wird eine Forderung aus Lieferung und Leistung begründet. Der zweite Buchungssatz würde hier also lauten, per Forderung aus Lieferung und Leistung an sonstiger betrieblicher Ertrag 15.000 Euro. Das also die Buchungssätze für den Geschäftsvorfall Nummer 8. Also einmal berührt hier das aktive Bestandskonto Anlagevermögen, das um 10.000 gemindert wird, zu erfassen auf der Habenseite. Dann wird begründet eine Forderung aus Lieferung und Leistung, 15.000, dort auf der Sollseite dieses aktiven Bestandskontos zu erfassen. Und dann hätten wir hier noch, wenn man das genau machen würde, müsste man hier noch einen Materialaufwand verbuchen. Und darüber hinaus, also man müsste nach dem Saldierungsverbot an sich nur die Nettobeträge, nicht die Bruttobeträge erfassen. Ich habe das jetzt hier etwas verkürzt. Jedenfalls müsste man hier dann noch erfassen die sonstigen betrieblichen Erträge von 5.000. Ich habe das jetzt saldiert. Eigentlich müsste man das separat erfassen mit Materialaufwand und dann wäre das hier der Bruttoerlös von 5.000. Ich habe das jetzt ja also nicht ganz den Regeln der Kunst entsprechend verrechnet und hier nur den Nettoertrag erfasst, Bruttobeträge müsste man natürlich erfassen, nicht netto, sondern brutto. Eigentlich, ich habe jetzt hier den Nettobetrag bei den sonstigen betrieblichen Erträgen nur erfasst. Eigentlich müsste man das aufsplitten in Materialaufwand und dann hier den Bruttoertrag. Ich habe das jetzt einmal saldiert sozusagen. So, das ist also der Buchungssatz Nummer 8. Dann der Buchungssatz Nummer 9. Es werden Mietzahlungen für ein Verwaltungsgebäude durch Banküberweisung geleistet von monatlich 1.000 Euro. Insgesamt für das Jahr macht das also 12.000 Euro. Hier haben wir wieder einen Aufwand und hier ist wieder betroffen das Bankkonto. Hier mindert sich der Bestand des aktiven Bestandskontos Bankkonto. Das wäre also auf der Habenseite zu erfassen. Und wir haben darüber hinaus Aufwand, das heißt auf der Sollseite zu erfassen. Das wäre ein sonstiger betrieblicher Aufwand und zwar in Höhe von 10.000. Und dementsprechend würde hier der Buchungssatz lauten per sonstiger betrieblicher Aufwand an Bankkonto 12.000 Euro. Also hier einmal wieder berührt auf der Habenseite das Bankkonto, das sich um 12.000 Euro mindert. Und dann ist berührt hier die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, das Aufwandskonto, sonstige betriebliche Aufwendungen, 12.000 Euro zu erfassen, dort auf der Sollseite. Und schließlich der letzte Buchungssatz, Buchungssatz Nummer 10. Der Einzelkaufmann vermietet eine Lagerhalle und erzielt daraus Mieterträge von monatlich 500 Euro, die auf sein Bankkonto überwiesen werden. Für das Jahr macht das 6.000 Euro. Hier hätten wir zunächst einmal wieder berührt das Bankkonto, das aktive Bestandskonto Bankkonto, das sich um 6.000 erhöht, also auf der Sollseite zu erfassen. Und darüber hinaus haben wir hier einen sonstigen betrieblichen Ertrag in Höhe von 6.000 Euro auf dem entsprechenden Erfolgskonto, Ertragskonto zu buchen auf der Habenseite. Der Buchungssatz lautet hier also per Bankkonto an sonstiger betrieblicher Ertrag 6.000. Einmal also berührt hier wieder das Bankkonto, einen Zugang von 6.000 Euro zu erfassen auf der Sollseite und berührt darüber hinaus das Ertragskonto, sonstige betriebliche Erträge zu erfassen auf der Habenseite, 6.000 Euro. Das waren sämtliche Geschäftsvorfälle des Jahres 2019 und wir sollen jetzt die
Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz für das Jahr 2019 zum 31.12.2019 erstellen. Dafür müssen wir die einzelnen Bestandskonten und Erfolgskonten abschließen. Wir müssen also für die Bestandskonten den Schlussbestand ermitteln. Beim Anlagevermögen dann 60.000, wenn Sie alle Zu- und Abgänge saldieren. Und das entsprechend dann für alle anderen Konten 15.000 bei den Rohstoffen als Schlussbestand. Bei den Waren kommen wir auf einen Schlussbestand von 10.000 Euro. Bei den fertigen Erzeugnissen, das sind die Maschinen, die produziert worden sind, 20.000 Euro Schlussbestand. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 125.000. Beim Bankkonto haben wir einen Schlussbestand von nur noch 2.000 Euro nach einem Anfangsbestand von 180.000 Euro. Beim Eigenkapital, das ergibt sich dann aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Das stelle ich gerade einmal zurück. Zunächst einmal bei den anderen passiven Bestandskonten. Das Eigenkapital ist ja meine Restgröße. Das heißt, um das Eigenkapital dann im Ergebnis feststellen zu können, muss man zunächst einmal alle anderen Bestands- und auch Erfolgskonten abgeschlossen haben. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir einen Schlussbestand von 10.000, wenn wir alle Geschäftsvorfälle, die dieses Konto berührt haben, zusammennehmen. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bleibt es bei 200.000. Da hat sich im Laufe des Geschäftsjahres nichts getan. Und dann die Aufwandskonten. Da muss man sämtliche Aufwendungen und Erträge zusammenrechnen. Einfach nur mit Ausnahme des Kontos Bestandsveränderung. Da können beide Seiten berührt sein. Im Übrigen ist aber bei den Aufwandskonten normalerweise nur die Sollseite, bei den Ertragskonten nur die Habenseite berührt. Hier bildet man also einfach die Summe sämtlicher Aufwendungen auf dem jeweiligen Konto und das fließt dann mit diesem Betrag auch in die Gewinn- und Verlustrechnung ein. Bei dem entsprechenden Posten Materialaufwand der Gewinn- und Verlustrechnung 25.000 Materialaufwand, 120.000 Personalaufwand, Zinsaufwendungen 5.000 Euro. Bei den Abschreibungen 30.000, bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 62.000. Dann bei den Ertragskonten ebenfalls die Summe zu bilden, 90.000 bei den Umsatzerlösen. Bei den Bestandsveränderungen die Besonderheit, dass es hier sowohl auf der Habenseite bei der Produktion von Maschinen beispielsweise, wie in unserem Fall, als auch auf der Sollseite Bewegungen, Buchungen geben kann. Hier sind ja zunächst einmal diese Maschinen als fertige Erzeugnisse hergestellt worden aus Rohstoffen. Das heißt, da hatten wir diese Bestandsveränderung auf der Habenseite von 50.000 Euro und dann sind aber diese Maschinen weiter veräußert worden. Da hatten wir dementsprechend eine entsprechende Verringerung dieses Kontos Bestandsveränderung. Wenn man hier dann den Saldo bildet, kommt man auf einen Betrag von 20.000 Euro auf diesem Konto. Mit diesem Betrag fließt dieses Konto in die Gewinn- und Verlustrechnung ein. Dann bei den sonstigen betrieblichen Erträgen 11.000 insgesamt und bei den Zinserträgen 3.000 Euro. Und bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt man, wenn man sämtliche Aufwendungen und Erträge einander gegenüberstellt. Hier sehen Sie dann also die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung an Aufwand, hier dann die Posten bei den Erträgen. Das heißt also, alle Konten fließen dann in die Gewinn- und Verlustrechnung ein. Und man kommt hier zu einem Jahresfehlbetrag, also einem Verlust von 118.000 Euro. Und das ist dann in das Eigenkapital zu übernehmen, dieser Betrag, dieser Jahresfehlbetrag. Insoweit wird also dann das Eigenkapital gemindert. Da kommen wir also wieder zum Konto Eigenkapital. Ja, hier wird der Verlust des betreffenden Geschäftsjahres erfasst. Um diesen Betrag verringert sich der Bestand des Eigenkapitals und wir kommen dementsprechend als Schlussbestand zu einem negativen Eigenkapital von 68.000. Das wäre dann also die Bilanz zum 31.12.2019 und hier sehen Sie eben ein negatives Eigenkapital, dadurch, dass so hohe Verluste erzielt worden sind in dem zurückliegenden Geschäftsjahr. Und an dieser Stelle, an der Stelle Eigenkapital, fließt die Gewinn- und Verlustrechnung dann in die Bilanz
ein, wie wir das gerade gesehen haben. Und hier finden sich dann die einzelnen Posten der aktiven und passiven Bestandskonten wieder, also die Schlussbestände der einzelnen aktiven und passiven Bestandskonten. Und an dieser Stelle, wie gesagt, in der Bilanz wird dann berücksichtigt das Ergebnis aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Das also der Beispielsfall Nummer 2 und hier kommen wir dementsprechend zu einem Verlust von 118.000. Wir haben zum Ende des Geschäftsjahres 2019 ein negatives Eigenkapital von 68.000 und wenn wir das mit dem Stand des Eigenkapitals vom 31.12.2018 vergleichen, da hatten wir noch ein positives Eigenkapital von 50.000, dann ergibt sich hier eine Differenz von 118.000. Das ist zugleich der Verlust, der Jahresfehlbetrag, den das Unternehmen für das Jahr 2019 erlitten hat. So, das also zu den Buchungen über das laufende Geschäftsjahr, damit Sie also eine grobe Vorstellung davon haben, wie die laufende Buchführung des Kaufmanns stattfindet. Das kann man noch viel weiter ausdifferenzieren. Das machen aber dann doch eher die Wirtschaftswissenschaftler, die sich dann auch wirklich mit der Bilanztechnik eher beschäftigen. Bei uns stehen ja im Vordergrund die Rechtsregeln. Das also nur als Hintergrundinformation, damit Sie wissen, wie kommt man überhaupt zu diesen Zahlen, die sich dann in der Bilanz zum Ende eines Geschäftsjahres wiederfinden. Es findet also eine laufende Bebuchung der einzelnen Konten statt. Sämtliche Geschäftsvorfälle während des Geschäftsjahres werden auf Konten erfasst. Grundsatz der doppelten Buchführung. Jeder Geschäftsvorfall berührt mindestens zwei Konten. Wir haben aber gesehen, dass bei den erfolgswirksamen Geschäftsvorfällen oftmals auch mehrere Konten berührt sind. Auch über die Gewinn- und Verlustrechnung, wenn wir die Erträge den Aufwendungen gegenüberstellen, kommen wir zum gleichen Jahresfehlbetrag 118.000. Und wenn alles richtig bebucht worden ist, und das wird eben auch durch diese doppelte Buchführung sichergestellt, dann stimmen die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz, was den Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag anbelangt, überein. So auch in unserem Beispielsfall. So, damit schließen wir die Buchungssätze ab, die Grundzüge der Bilanztechnik und kommen zum nächsten Thema. Das ist der Jahresabschluss und seine Bestandteile. Wir haben uns schon einen Überblick über den Jahresabschluss und seine Bestandteile verschafft. Das wollen wir hier jetzt noch einmal vertiefen. Wir haben schon gelernt, der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung. Aber es können bei Unternehmen bestimmter Rechtsform beziehungsweise auch bei Unternehmen einer bestimmten Größe nach dem Publizitätsgesetz noch weitere Elemente hinzukommen. Das wollen wir uns jetzt im Einzelnen in diesem Abschnitt einmal anschauen. Zunächst einmal, wir gehen vom Einzelkaufmann aus und beim Einzelkaufmann haben wir auf der einen Seite als Bestandteil des Jahresabschlusses die Bilanz, auf der anderen Seite die Gewinn- und Verlustrechnung. Das ergibt sich aus § 242 BGB, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung als Bestandteil des Jahresabschlusses. § 242 sagt, dass der Kaufmann zu Beginn seines Handelsgewerbes und für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres eine Bilanz aufzustellen hat. Das ist ein das Verhältnis seines Vermögens und seiner Schulden darstellender Abschluss. Hier werden also gegenübergestellt und zwar zeitpunktbezogen, stichtagsbezogen, die Vermögensgegenstände und die Schulden als Oberbegriff für Verbindlichkeiten und Rückstellungen des Unternehmens. Und § 242 Absatz 2, für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres ist auch eine Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge aufzustellen. Die Gewinn- und Verlustrechnung, die ist nicht Zeitpunkt, sondern zeitraumbezogen erfasst, also sämtliche Aufwendungen und Erträge des zurückliegenden Geschäftsjahres. 242 Absatz 3 sagt, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung bilden den Jahresabschluss. Das also die Bestandteile des Jahresabschlusses beim Einzelkaufmann, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. Bilanz also zeitpunktbezogen und die Gewinn- und Verlustrechnung, die ist demgegenüber zeitraumbezogen.
raumbezogen. Beide bilden als Einheit den Jahresabschluss. Ausnahmsweise sind Kleinstkaufleute, grundsätzlich ist jeder Kaufmann verpflichtet, einen Jahresabschluss aufzustellen. Kleinstkaufleute im Sinne des 241a HGB sind von dieser Verpflichtung befreit. 241a HGB regelt die sogenannten Kleinstkaufleute und sagt, Einzelkaufleute, die an den Abschlussstichtagen von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren nicht mehr als jeweils 600.000 Euro Umsatzerlöse und jeweils 60.000 Euro Jahresüberschuss aufweisen, das versteht der Gesetzgeber unter Kleinstunternehmen, brauchen die 238 folgende nicht anzuwenden und müssen dementsprechend auch keine Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung aufstellen. Sie können sich begnügen mit einer einfachen Einnahmenüberschussrechnung, wie wir das auch aus dem Steuerrecht kennen, § 4 Absatz 3 EStG. Bestimmte Steuerpflichtige können sich mit einer Einnahmenüberschussrechnung begnügen, müssen also nicht bilanzieren. Und 241a HGB erlässt den Kleinstkaufleuten auch für handelsbilanzrechtliche Zwecke die Aufstellung einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung. Grundsätzlich also muss der Einzelkaufmann nur eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufstellen. Ausnahmsweise kann sich aber nach dem Publizitätsgesetz eine Verpflichtung zur Aufstellung nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Regelungen ergeben. Das, wenn nämlich bestimmte Größenmerkmale überschritten werden. Wir schauen einmal in das Publizitätsgesetz. Das Rechtsform unabhängig strengere Bilanzierungsrechnungslegungsregeln aufstellt für bestimmte Großunternehmen, wie gesagt, unabhängig von der Rechtsform, das heißt also auch Personenunternehmen, das bedeutet Einzelkaufleute oder Personenhandelsgesellschaften, müssen unter Umständen, wenn sie unter das Publizitätsgesetz fallen, Regeln einhalten, die letztendlich denjenigen für Kapitalgesellschaften entsprechen. Das Publizitätsgesetz und § 1 des Publizitätsgesetzes sagt, ein Unternehmen hat nach diesem Abschnitt Rechnung zu legen, wenn für den Tag des Ablaufs eines Geschäftsjahres, den Abschlussstichtag, und für die zwei darauffolgenden Abschlussstichtage jeweils mindestens zwei der drei nachstehenden Merkmale zutreffen. Also in drei aufeinanderfolgenden Abschlüssen müssen mindestens zwei der drei nachstehenden Merkmale erfüllt sein. Die Bilanzsumme übersteigt 65 Millionen Euro, die Umsatzerlöse übersteigen 130 Millionen Euro und das Unternehmen hat in den 12 Monaten vor dem Abschlussstichtag durchschnittlich mehr als 5.000 Arbeitnehmer beschäftigt. Zwei dieser drei Merkmale müssen erfüllt sein. Wir haben es dann mit einem Großunternehmen zu tun und dieses soll nach dem Willen des Gesetzgebers unabhängig von seiner Rechtsform den strengeren Vorschriften, den strengeren Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften unterliegen. Das ergibt sich dann aus § 5 des Publizitätsgesetzes. § 5 Publizitätsgesetz sagt, die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens, das unter das Publizitätsgesetz fällt, haben den Jahresabschluss, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres aufzustellen und Sie sehen, dass hier bestimmte Vorschriften für Kapitalgesellschaften entsprechend gelten. Das heißt, diese Unternehmen unterliegen den Vorschriften weitgehend, den Vorschriften für Kapitalgesellschaften, den strengen Vorschriften für Kapitalgesellschaften. Entsprechend sieht es bei den Personenhandelsgesellschaften aus, jedenfalls im Grundsatz. Das heißt also, auch hier muss grundsätzlich nur eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt werden. Allerdings bei den Kapitalgesellschaften und Co., insbesondere bei der GmbH und Co. KG, müssen dann Kraft der Regelung des § 264a HGB doch die strengeren Vorschriften für Kapitalgesellschaften eingehalten werden. Das ist also die eine Ausnahme. Das ist § 264a HGB. Der regelt Folgendes, 264a HGB, die Vorschriften des ersten bis fünften Unterabschnitts des zweiten Abschnitts, das sind also die Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften, 264 folgende HGB,
sind auch anzuwenden auf offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften, bei denen nicht wenigstens ein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist oder aber eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder andere Personengesellschaft mit einer natürlichen Person als persönlich haftendem Gesellschafter. Das heißt also, erfasst werden durch 264a diejenigen Personengesellschaften, diejenigen Personenhandelsgesellschaften, bei denen es keine natürliche Person gibt, die unmittelbar oder mittelbar persönlich mit ihrem Privatvermögen haftet. Und bei solchen Konstellationen, das trifft insbesondere auf die typische GmbH und Co. KG zu, da geht der Gesetzgeber davon aus, dass wir eine ähnliche Situation aus Sicht der Gläubiger haben wie bei den Kapitalgesellschaften. Bei den Kapitalgesellschaften haben wir ja keine persönliche Haftung der Gesellschafter mit ihrem Privatvermögen für die Gesellschaftsverbindlichkeiten, sondern da haftet nur das Gesellschaftsvermögen gegenüber den Gläubigern. Die Gläubiger sind dementsprechend also weniger abgesichert bei den Kapitalgesellschaften als bei Personenunternehmen und deswegen hat der Gesetzgeber in 264 folgende HGB strengere Rechnungslegungsvorschriften zum Gläubigerschutz vorgesehen. Diese Situation haben wir aber ganz ähnlich, wenn bei einer Personenhandelsgesellschaft keine natürliche Person persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet, wie das insbesondere bei der typischen GmbH und Co. KG der Fall ist. Da ist zwar in der Regel die GmbH einzige persönlich haftende Gesellschafterin, das heißt, die GmbH haftet an sich persönlich und unbeschränkt als Komplementärin, aber sie ist eben eine juristische Person und dementsprechend steht bei der GmbH nur das Gesellschaftsvermögen letztendlich zur Verfügung und nicht das Privatvermögen irgendeines Gesellschafters. Wir haben also eine vergleichbare Haftungssituation wie bei den Kapitalgesellschaften und das ist der Grund, warum 264a HGB die GmbH und Co. KG insbesondere den strengen Vorschriften für Kapitalgesellschaften unterwirft. Und darüber hinaus können unabhängig von 264a auch sozusagen normale Personenhandelsgesellschaften den strengeren Vorschriften wie für Kapitalgesellschaften unterliegen, wenn sie nämlich unter das Publizitätsgesetz fallen. Ebenso wie Einzelkaufleute können auch Personenhandelsgesellschaften vom Publizitätsgesetz erfasst sein, wenn sie die in § 1 des Publizitätsgesetzes genannten Größenmerkmale übersteigen, also auch Großunternehmen in der Rechtsform einer Personenhandelsgesellschaft unterliegen im Ergebnis den Vorschriften wie für Kapitalgesellschaften, was die Rechnungslegung anbelangt. Und dann muss eben erweitert werden der Jahresabschluss um einen Anhang, um einen Lagebericht und auch im Übrigen gelten die Vorschriften für Kapitalgesellschaften über den § 5 Publizitätsgesetz dann im Wesentlichen entsprechend. Ja, Kapitalgesellschaften, das hatten wir schon mehrfach festgestellt, da finden die Sondervorschriften der 264 folgende HGB Anwendung. Die treten zum Teil ergänzend, zum Teil aber auch modifizierend zu den allgemeinen Vorschriften der 238 folgende hinzu. Das heißt also, Kapitalgesellschaften müssen im Grundsatz ebenfalls die 238 folgende HGB befolgen, müssen also jedenfalls eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufstellen, aber sie müssen darüber hinaus auch die Sondervorschriften der 264 folgende HGB einhalten, müssen den Jahresabschluss um bestimmte weitere Elemente erweitern und auch weitere strenge Vorschriften einhalten. Der Grund besteht darin, dass wir, wie ich schon gesagt habe, bei den Kapitalgesellschaften keine natürliche Person haben, die für die Gesellschaftsverbindlichkeiten mit ihrem Privatvermögen haftet. Die Gläubiger bedürfen hier also eines größeren, weiterreichenden Schutzes und das soll durch diese strengeren Rechnungslegungsvorschriften der 264 folgende sichergestellt werden. Paragraph 264 Absatz 1 sagt zunächst einmal, was jetzt die Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften anbelangt, dass die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft den Jahresabschluss um einen Anhang erweitern müssen, der mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung eine Einheit bildet. Das heißt also, bei den Kapitalgesellschaften ist auch der Anhang Teil des Jahresabschlusses. Und dann heißt es weiter in 264 Absatz 1, Sie müssen einen Lagebericht aufstellen,
der dann als weiteres Element noch zur Rechnungslegung hinzukommt. Der Lagebericht ist allerdings nicht Teil des Jahresabschlusses. Das heißt also, diejenigen Vorschriften, die sich auf den Jahresabschluss beziehen, gelten nicht für den Lagebericht. Der Lagebericht also kein Teil des Jahresabschlusses, sondern ein zusätzliches Element der Rechnungslegung, der als selbstständiger Teil zum Jahresabschluss hinzutritt. Der Jahresabschluss besteht bei den Kapitalgesellschaften also wie bei anderen Unternehmen aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, der ist also Teil des Jahresabschlusses, und dann kommt noch hinzu außerhalb des Jahresabschlusses der Lagebericht. Also hier weitere Elemente der Rechnungslegung. Wie gesagt, das gilt dann auch für diejenigen Unternehmen, Personenunternehmen, die unter das Publizitätsgesetz fallen oder aber bei denen es sich um eine GmbH-Personengesellschaft und eine GmbH und Co. KG handelt, 264a. Ja, was hat man sich unter diesem Anhang vorzustellen? Der Anhang ist die verbale Rechnungslegung, der die Funktion hat, verbal das Zahlenwerk der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zu erläutern. Die Bilanz und auch die Gewinn- und Verlustrechnung besteht ja im Wesentlichen aus Zahlen, und im Anhang werden diese Zahlen dann noch näher erläutert. Man spricht deswegen von verbaler Rechnungslegung. Und was den Inhalt des Anhangs anbelangt, so haben wir einige besondere Vorgaben in 284, 285. Und im Übrigen kann sich insbesondere aus dem True and Fair View Grundsatz ergeben, dass im Anhang zusätzliche Angaben zu machen sind. Ja, hier ist noch die Frage, ob man sagen kann, dass die strengeren Regeln für Kapitalgesellschaften dem Gläubigerschutz dienen. Genauso ist es. Die Gläubiger von Kapitalgesellschaften bedürfen eines größeren Schutzes aus den genannten Gründen. Keine natürliche Person haftet persönlich mit dem Privatvermögen, und das ist letztendlich der Grund, warum wir für die Kapitalgesellschaften strengere Rechnungslegungsvorschriften haben. Es gibt noch einige, wir werden gleich noch sehen, bei den Kapitalgesellschaften gibt es nochmal eine Unterscheidung nach Größenklassen, und da gibt es zum Beispiel die kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften, da haben wir dann nochmal strengere Vorschriften. Das dient dann nicht nur dem Gläubigerschutz, sondern auch dem Schutz der Gesamtheit der Anleger, des Anlegerpublikums, das kommt dann noch hinzu, aber im Wesentlichen dienen diese strengen Vorschriften schon dem Gläubigerschutz. So, in den 284, 285 finden Sie, wir werden darauf später noch etwas detaillierter eingehen, in 284, 285 finden Sie dann einige explizit vorgeschriebene Angaben für den Anhang. 284 sagt, in den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung vorgeschrieben sind, und zwar entweder explizit vorgeschrieben oder dann durch das True and Fair View Prinzip vorgegeben. Und 285 enthält dann eine Reihe von verschiedenen Pflichtangaben. Zum Beispiel sind im Anhang anzugeben, zu den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten der Gesamtbetrag der Verbindlichkeit mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Paragraph 285 Nummer 1a. Dann können wir noch herausgreifen, Paragraph 285 Nummer 9, für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats, Beirats oder einer ähnlichen Einrichtung muss die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge angegeben werden, Gehälter und so weiter. Darüber muss auch der Anhang Auskunft geben. Und dann greife ich noch heraus, Sie können sich das ja mal im Einzelnen durchlesen. Wir werden auch noch einmal darauf zurückkommen. Paragraph 285 Nummer 16 beispielsweise verlangt, dass im Anhang auch anzugeben ist, die nach Paragraph 161 Aktiengesetz vorgeschriebene Erklärung. Das ist die sogenannte Entsprechenserklärung, die für börsennotierte Aktiengesellschaften vorgeschrieben ist. Die muss also in einer sogenannten Entsprechenserklärung erklären, ob und wenn nicht, dann aus welchem Grund sie die Vorgaben des deutschen Corporate Governance Codex eingehalten hat. Das ist dann ebenfalls in den Anhang aufzunehmen bei den betroffenen Aktiengesellschaften. Das also als einige Beispiele. Und dann gibt es noch die Auffangvorschrift des oder Generalklausel, könnte man auch sagen, des 264 Absatz 2, Satz 1 und 2.
Der Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögensfinanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft zu vermitteln. Der True-and-Fair-View-Grundsatz, über den wir schon gesprochen haben. Und ein wichtiger Ausfluss des True-and-Fair-View-Grundsatzes ist 264 Absatz 2 Satz 2, führen besondere Umstände dazu, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild nicht vermittelt, so sind im Anhang zusätzlicher Angaben zu machen. Das ist also sozusagen die Auffang, die Generalklausel, wenn sich nicht schon aus 285 oder 284 die Notwendigkeit bestimmter Angaben im Anhang ergibt, dann kann sich das aus diesem True-and-Fair-View-Grundsatz ergeben, etwa in Fällen der langfristigen Auftragsfertigung. Und darauf werden wir auf die Einzelheiten zum Anhang werden wir auch noch einmal zurückkommen. Das jetzt hier nur als Überblick. Wie schon gesagt, bilden Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang eine Einheit, den Jahresabschluss. Und bei einer kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaft, das sind solche Kapitalgesellschaften, die für von ihnen ausgegebene Wertpapiere einen organisierten Markt, das heißt die Börse, in Anspruch nehmen, die müssen darüber hinaus noch, das sagt § 264 Absatz 1 Satz 2, eine Kapitalflussrechnung und einen Eigenkapitalspiegel in die Rechnungslegungsunterlagen aufnehmen, also diese ergänzenden Unterlagen noch aufstellen. Diese Kapitalflussrechnung und der Eigenkapitalspiegel, das sind Elemente, die es in der handelsbilanzrechtlichen Rechnungslegung eigentlich nicht gibt. Das ist etwas, was aus den IFRS kommt. Und hier will man einen Gleichlauf herstellen zwischen denjenigen kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften, die einen Konzernabschluss aufstellen müssen. Die müssen diesen ja, wie wir schon gesehen haben, nach den IFRS aufstellen, nur den Konzernabschluss. Und bei denjenigen kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften, die keinen Konzernabschluss aufstellen müssen, weil wir hier kein Verhältnis Mutter-Tochter-Gesellschaft haben, die müssen dann diese Elemente aus der IFRS-Rechnungslegung noch in die Einzelrechnungslegung aufnehmen, um sozusagen einen Gleichlauf herzustellen bei allen kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften, egal ob sie einen Konzernabschluss aufstellen müssen oder nicht. Sie müssen also diese Kapitalflussrechnung und den Eigenkapitalspiegel noch mit aufnehmen. Bei Kleinstkapitalgesellschaften haben wir eine gewisse Vereinfachung. Wir kommen gleich noch auf die Größenklassen zu sprechen, von denen abhängt, welche Vorschriften von der Kapitalgesellschaft einzuhalten sind und wo es Erleichterungen gibt. Da unterscheidet das Gesetz, unterscheiden die 264 folgende nach den sogenannten Größenklassen. Und bei Kleinstkapitalgesellschaften, 267 AHGB, da bestimmt 264 Absatz 1 Satz 5, dass Sie keinen Anhang aufstellen müssen, wenn Sie bestimmte Angaben unter der Bilanz aufführen. Die sind dann also von der Ergänzung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung um den Anhang befreit. Ja, dann als weiteres Element der Rechnungslegung der Lagebericht. Und da ist noch einmal wichtig hervorzuheben, der Lagebericht bildet nicht einen Teil des Jahresabschlusses, sondern ist ein Element, das zusätzlich hinzukommt. Dementsprechend die Vorschriften des HGB, die sich auf den Jahresabschluss beziehen, gelten nicht für den Lagebericht, für den gelten also Sondervorschriften. Beim Lagebericht, auch da werden wir auf den Inhalt noch einmal genauer zurückkommen. Da ist kennzeichnend, dass wir hier nicht nur einen Rückblick auf das zurückliegende Geschäftsjahr haben. Das ist ja typisch für den Jahresabschluss im Übrigen. Das heißt, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang beziehen sich ja nur auf das zurückliegende Geschäftsjahr und beschreiben das nur, entweder durch Zahlen oder eben im Anhang verbal. Beim Lagebericht kommt eine Bewertung, eine bewertende Betrachtung des zurückliegenden Geschäftsjahres, gewissermaßen also eine Analyse noch hinzu und darüber hinaus noch ein Ausblick in die Zukunft. Das heißt also, es sind auch darzustellen die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken. Das muss in den Lagebericht aufgenommen werden. Wenn Sie zum Beispiel mal in den Lagebericht von BioNTech reinschauen, den Sie auch im Internet
finden. Da sind als Chancen und Risiken die Haftungsrisiken, die mit diesem bislang wenig erprobten Impfstoff verbunden sind, ausdrücklich aufgeführt. Daraus kann sich natürlich in der Zukunft eine Inanspruchnahme und dementsprechend ein Haftungsrisiko ergeben. Das wäre also etwas, was im Lagebericht zu erwähnen wäre. Und BioNTech hat das auch ordnungsgemäß berichtet. Man sollte sich das aber, wenn man sich impfen lassen möchte, nicht unbedingt durchlesen, sonst nimmt man vielleicht von diesem Vorhaben wieder Abstand. Für kleine Kapitalgesellschaften, zu den Größenordnungen kommen wir gleich noch, ist der Lagebericht nur fakultativ. Das bedeutet, der Lagebericht ist obligatorisch nur für mittelgroße und große Kapitalgesellschaften. Kleine und dementsprechend auch Kleinstkapitalgesellschaften können einen Lagebericht aufstellen, müssen es aber nicht zwingend, sagt § 264 Absatz 1 Satz 4. Neuerdings sind in den Lagebericht nicht nur Angaben aufzunehmen, die ja, die eigentliche Rechnungslegung betreffen, die also die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens betreffen. Das ist ja an sich die Funktion der Rechnungslegung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Es soll über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens Auskunft gegeben werden, die Vermögensfinanzertragslage des Unternehmens. Das ist die eigentliche Funktion der Rechnungslegung. Da ist aber etwas Neues hinzugekommen in Gestalt der sogenannten nicht finanziellen Erklärung. Auch darauf werden wir später noch einmal näher eingehen. Das ist also ein Fremdkörper an sich im Rechnungslegungsrecht, denn hier geht es, wie die Bezeichnung schon sagt, um nicht finanzielle Angaben. Das geht zurück auf eine EU-Richtlinie, die sogenannte Corporate Social Responsibility-Richtlinie, CSR-Richtlinie. Das ist also eine, wenn man so will, Modeerscheinung aktuell im Gesellschafts- oder Unternehmensrecht, dass die Unternehmen verpflichtet werden durch entsprechende Regelungen, auch diese Maßstäbe der Corporate Social Responsibility einzuhalten und hier in diesem konkreten Fall im Lagebericht diese nicht finanzielle Erklärung abzugeben. Das kann zum Beispiel eine Erklärung sein, die sich auf Umweltbelange bezieht, die sich auf das Geschlechterverhältnis im Unternehmen bezieht, also Umstände, die an sich nichts mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun haben, sondern, wie die Bezeichnung eben sagt, Social Responsibility, also die soziale Verantwortung des Unternehmens widerspiegelt, etwas, was im Bilanzrecht eigentlich nichts zu suchen hat, aber durch diese CSR-Richtlinie dann dort gewissermaßen hineingeschoben wurde. Das betrifft allerdings nur bestimmte Unternehmen, nicht alle Unternehmen. Wir werden darauf noch einmal zurückkommen. Ja, das aber schon einmal als Information, dass der Lagebericht jetzt auch angefüllt worden ist mit Dingen, die an sich mit der Rechnungslegung im engeren Sinne nichts zu tun haben. Diese Corporate Social Responsibility Richtlinie wird gerade auf EU-Ebene noch einmal evaluiert und man überlegt sich da noch etwas draufzusatteln sozusagen. Das heißt also, diese Entwicklung wird sich eher noch vertiefen, als dass man das wieder zurücknimmt. In einer besonderen Konstellation muss eine Kapitalgesellschaft nicht zusätzlichen Elemente der Rechnungslegung in ihren Einzelabschluss mit aufnehmen, nämlich dann nicht, wenn sie schon als Tochterunternehmen in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens mit Sitz in der EU oder dem EWR, dem Europäischen Wirtschaftsraum, einbezogen ist. Unter den Voraussetzungen des 264 Absatz 3 müssen dann nicht die Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften eingehalten werden. Hier ist die Überlegung, dass diese Vorschriften ja schon für den Konzernabschluss der Muttergesellschaft eingehalten werden und dann sieht man bei der Tochtergesellschaft davon ab, da lässt man es ausreichen, wenn das einmal auf Konzernebene im Konzernabschluss der Muttergesellschaft eingehalten worden ist und die Tochtergesellschaft soll dann nicht mit diesen zusätzlichen Voraussetzungen für Kapitalgesellschaften belastet werden. 264 Absatz 3 listet hier, das will ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, die Voraussetzungen auf, unter denen die Kapitalgesellschaft als Tochterunternehmen von der Einhaltung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften befreit ist. Unter anderem müssen alle Gesellschafter des Tochterunternehmens dieser Befreiung zustimmen. Dann müssen der Konzernabschluss und auch der Konzernlagebericht des Mutterunternehmens nach den Vorgaben der Bilanzrichtlinie der EU aufgestellt
worden sein. Das ist eine weitere Voraussetzung. Und dann muss die Muttergesellschaft auch für das Tochterunternehmen bestimmte Dokumente offengelegt haben, unter anderem Konzernabschluss, Konzernlagebericht. Wenn diese Voraussetzungen, die im Einzelnen in 264.3 geregelt sind, erfüllt sind, muss die Kapitalgesellschaft, die als Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Muttergesellschaft einbezogen ist, ihrerseits nicht die Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften einhalten. Dazu gibt es dann noch in 264 Absatz 4 eine Rückausnahme. Das aber hier nur als kurze Information, das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Im Grundsatz müssen alle Kapitalgesellschaften die Sondervorschriften der 264 folgende einhalten. Ich hatte bereits gesagt, dass diese strengeren Vorschriften der 264 folgende auch für bestimmte Personenhandelsgesellschaften gelten. Die Personenhandelsgesellschaften unterliegen ja im Grundsatz, wenn sie nicht unter das Publizitätsgesetz fallen, nur den allgemeinen Vorschriften der 238 folgende. Das heißt, Personenhandelsgesellschaften müssen grundsätzlich nur eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufstellen. Davon macht aber der 264a, den wir gerade eben schon gesehen haben, eine Ausnahme, nämlich für diejenigen Personenhandelsgesellschaften, bei denen keine natürliche Person unmittelbar oder mittelbar für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet. Und das trifft insbesondere auf die typische GmbH und Co. KG zu. Da ist nämlich üblicherweise die GmbH die einzige Komplementärin, das heißt die einzige persönlich haftende Gesellschafterin. Wir haben zwar natürliche Personen als Gesellschafter, die sind aber bei der typischen GmbH und Co. KG nur Kommanditisten. Und die Kommanditisten, die haften ja nur bis zur Höhe ihrer Einlage. Und wenn sie die Einlage geleistet haben, im Einzelnen geregelt in 171 folgende HGB, wenn sie die Einlage geleistet haben, dann entfällt ihre persönliche Haftung nach außen. Und das bedeutet, bei der typischen GmbH und Co. KG, wenn die Kommanditisten ihre Einlage geleistet haben, haftet persönlich und unbeschränkt nur noch die Komplementären, das heißt die GmbH. Die GmbH ist aber eine Kapitalgesellschaft, das heißt, wir haben hier keine natürliche Person, die unbeschränkt mit ihrem Privatvermögen haftet. Und damit haben wir letztendlich eine ähnliche Haftungssituation aus Sicht der Gläubiger wie bei der Kapitalgesellschaft, wo wir auch keine natürliche Person haben, die mit ihrem Privatvermögen haftet. Deswegen vollzieht 264a für diese Fälle, insbesondere für die typische GmbH und Co. KG, eine Gleichstellung mit den Kapitalgesellschaften. Das bedeutet also, die typische GmbH und Co. KG muss ebenfalls die Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften der 264 folgende einhalten, sofern nicht diese Ausnahmevorschrift des 264b eingreift, der eine Ausnahme in bestimmten Fällen vorsieht. Aber im Grundsatz müssen die GmbH und Co. KG, vor allen Dingen die typischen GmbH und Co. KG, wo wir die GmbH als einzige Komplementärin, als einzige persönlich haftende Gesellschafter haben, die müssen ebenfalls die Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften einhalten. So, ich hatte schon erwähnt, die Größenklassen, die 264 folgende unterscheiden, was die Anwendbarkeit bestimmter Sondervorschriften der 264 folgende anbelangt, zwischen verschiedenen Kategorien, zwischen verschiedenen Größenklassen von Kapitalgesellschaften, und entsprechendes gilt dann auch für die Personenhandelsgesellschaften im Sinne des 264a. Da sind ebenfalls diese Größenklassen anzuwenden. Zunächst einmal die kleinste Kategorie sind die Kleinstkapitalgesellschaften. 267a HGB regelt die Kleinstkapitalgesellschaften. Und wenn wir in den 267a hineinschauen, dort heißt es in 267a Absatz 1, Kleinstkapitalgesellschaften sind kleine Kapitalgesellschaften, die mindestens zwei der drei nachstehenden Merkmale nicht überschreiten. 350.000 Euro Bilanzsumme, 700.000 Euro Umsatzerlöse in den 12 Monaten vor dem Abschlussstichtag und im Jahresdurchschnitt 10 Arbeitnehmer. Das sind dann in der Tat Kleinstunternehmen. Und mindestens zwei der drei nachstehenden Merkmale dürfen nicht überschritten werden. Wenn das der Fall ist, dann haben wir eine Kleinstkapitalgesellschaft und die ist dann von einer ganzen Reihe von Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften befreit. Dazu gleich noch näher. Und unter anderem, ja, ein Hinweis noch, also die Kleinstkapitalgesellschaften sind natürlich erst recht auch kleine Kapitalgesellschaften und
167a Absatz 2 sagt dann auch ausdrücklich, die in diesem Gesetz für kleine Kapitalgesellschaften, das wäre dann die nächstgrößere Größenordnung, vorgesehenen besonderen Regelungen gelten natürlich auch und erst recht für Kleinstkapitalgesellschaften. Also jede Kleinstkapitalgesellschaft ist zugleich auch eine kleine Kapitalgesellschaft und dementsprechend kann die Kleinstkapitalgesellschaft nicht nur die Erleichterungen in Anspruch nehmen, die explizit für Kleinstkapitalgesellschaften vorgesehen sind, sondern sie kann zugleich auch alle Erleichterungen in Anspruch nehmen, die für kleine Kapitalgesellschaften gelten. Bestimmte Gesellschaften, selbst wenn sie diese Größenordnungen nicht überschreiten, sind gleichwohl keine Kleinstkapitalgesellschaften im Sinne des 267a. Das sagt 267a Absatz 3. Unter anderem Investmentgesellschaften im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches, die können niemals die Erleichterungen für Kleinstkapitalgesellschaften in Anspruch nehmen und dann auch nicht Unternehmen, deren einziger Zweck darin besteht, Beteiligungen an anderen Unternehmen zu erwerben und die Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen wahrzunehmen. Das sind auch im weitesten Sinne Fondsgesellschaften oder Treuhandgesellschaften, je nach Ausgestaltung. Die können also von vornherein nicht diese Erleichterungen für Kleinstgesellschaften in Anspruch nehmen, selbst wenn sie diese Merkmale nicht überschreiten. Dann die nächste Größenklasse ist die der kleinen Kapitalgesellschaften, 267 Absatz 1 HGB. Und eine kleine Kapitalgesellschaft liegt nach 267 Absatz 1 vor, wenn mindestens zwei der drei nachstehenden Merkmale nicht überschritten werden, nämlich 6 Millionen Euro Bilanzsumme, 12 Millionen Euro Umsatzerlöse und im Jahresdurchschnitt 50 Arbeitnehmer. Wenn zwei dieser drei Merkmale nicht überschritten werden, dann haben wir es mit einer kleinen Kapitalgesellschaft zu tun und die kann ebenfalls bestimmte Erleichterungen in Anspruch nehmen. Dann Paragraph 267 Absatz 2 regelt die mittelgroßen Kapitalgesellschaften als eine weitere Größenordnung. Auch hier gilt wieder, eine mittelgroße Kapitalgesellschaft ist dann gegeben, wenn mindestens zwei der drei in 267 Absatz 1 genannten Merkmale überschritten werden und darüber hinaus dürfen zwei der drei nachstehenden Merkmale in 267 Absatz 2 nicht überschritten werden. Also die Merkmale des Absatzes 1 müssen überschritten werden, zwar mindestens zwei von drei, und die in 267 Absatz 2 genannten Merkmale, zwei von drei dürfen nicht überschritten werden, nämlich 20.000 Euro Bilanzsumme und 20 Millionen Euro Bilanzsumme und 40 Millionen Euro Umsatzerlöse und im Jahresdurchschnitt 250 Arbeitnehmer. Und wenn diese Merkmale überschritten werden, jedenfalls zwei von drei davon überschritten werden, dann haben wir nach 267 Absatz 3 eine große Kapitalgesellschaft. 267 Absatz 3. Große Kapitalgesellschaften sind solche, die mindestens zwei der drei in Absatz 2 bezeichneten Merkmale überschreiten. 267 Absatz 3 Satz 2 sagt noch, eine Kapitalgesellschaft im Sinne des 264d, also eine kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaft, gilt stets als große, also alle kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften, die also für von ihr ausgegebene Wertpapiere die Börse, den organisierten Markt in Anspruch nehmen, da sieht der Gesetzgeber eben wegen der Ausrichtung auf ein breites Anlegerpublikum, das über die Börse angesprochen wird, eine besondere Schutzbedürftigkeit nicht nur der Gläubiger, sondern des gesamten Publikums, des gesamten Anlegerpublikums. Da unterstellt Paragraph 267 Absatz 3 Satz 2, dass wir es da immer mit einer großen Kapitalgesellschaft zu tun haben. Das heißt also, die muss sämtliche Vorschriften der 264 folgende einhalten. Da gibt es keine Erleichterungen. Von diesen Größenklassen ist abhängig, wie streng die Vorschriften der 264 folgende sind, die von der betreffenden Kapitalgesellschaft eingehalten werden müssen. Große Kapitalgesellschaften, wie gesagt, diejenigen, die mindestens zwei der drei in 267 Absatz 2 genannten Merkmale überschreiten und daneben eben auch die kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften, die gelten immer als große. Und
auch bei den Kapitalgesellschaften und Co., die unter 264a HGB fallen, da gilt auch diese Einteilung, diese Unterscheidung nach Größenklassen. Das heißt also auch bei den GmbH und Co. KG im Sinne des 264a ist zu unterscheiden, haben wir es mit einer Kleinstgesellschaft zu tun, dann gelten weitreichende Erleichterungen, kleine, dann gelten immer noch einige Erleichterungen, mittelgroße immer noch Erleichterungen oder große, dann gelten gar keine Erleichterungen mehr, dann müssen sämtliche der strengen Vorschriften der 264 folgende eingehalten werden. Das Publizitätsgesetz haben wir eben schon kurz gesehen. Da werden ebenfalls bestimmte Größenmerkmale angegeben und das Publizitätsgesetz, das hat die Zielsetzung, dass Unternehmen, die eine bestimmte Größe haben, unabhängig von ihrer Rechtsform, die im Ergebnis die strengen Vorschriften für Kapitalgesellschaften einhalten müssen. Die Größenmerkmale haben wir eben schon gesehen. Paragraph 1 Publizitätsgesetz, Bilanzsumme über 65 Millionen Euro, Umsatzerlöse über 130 Millionen Euro und im Jahresdurchschnitt mehr als 5.000 Arbeitnehmer. Zwei von diesen drei Merkmalen müssen an drei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren überschritten worden sein. Dann handelt es sich um eine Gesellschaft, die den Sondervorschriften des Publizitätsgesetzes unterliegt und das Publizitätsgesetz verweist entweder auf die Vorschriften für Kapitalgesellschaften oder aber stellt selbst Vorschriften auf, die denen für Kapitalgesellschaften entsprechen. Unter das Publizitätsgesetz, da sollen in erster Linie erfasst werden Personenunternehmen, das heißt einzelkaufmännische Unternehmen oder auch Personenhandelsgesellschaften, die nicht schon nach 264a den Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften unterfallen, sondern eben aufgrund ihrer Größe. Und diese Merkmale, die Sie hier sehen, die sind ja eben doch kennzeichnend für tatsächlich Großunternehmen. Die sollen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform dann den strengen Vorschriften für Kapitalgesellschaften unterliegen. Ja, Bedeutung der Größenklassen. Von der Größenklasse hängt es ab, ob eine Kapitalgesellschaft oder eine ihr gleichgestellte Gesellschaft, gleichgestellt über 264a oder über das Publizitätsgesetz, Erleichterungen in Anspruch nehmen kann oder nicht. Wir haben schon gesehen, dass es bei der Bilanz bestimmte Erleichterungen gibt, bei der Gliederung der Bilanz. Da haben wir bestimmte größenabhängige Erleichterung 266 Absatz 1 Satz 3. In 266, da ist ja vorgegeben die Gliederung der Bilanz für Kapitalgesellschaften. Da sagt aber 266 Absatz 1 Satz 3, das kleine Satz 2, das kleine, nein, 3, Satz 3, kleine Kapitalgesellschaften nur eine verkürzte Bilanz aufstellen müssen, in die nur die in den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben und römischen Zahlen bezeichneten Posten gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge aufgenommen werden. Kleinstkapitalgesellschaften, heißt es weiter, brauchen nur eine verkürzte Bilanz aufzustellen, die nur die in den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben bezeichneten Posten gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge aufgenommen werden. Das heißt im Umkehrschluss, die mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften, die müssen sämtliche Posten der Bilanz, wie sie in 266 Absatz 2 und 3 vorgegeben sind, in die Bilanz aufnehmen. Kleine und Kleinstkapitalgesellschaften können dagegen die Gliederungstiefe reduzieren. Sie müssen also nur die übergeordneten Posten in die Bilanz aufnehmen und müssen also die Gliederungstiefe nicht so weit ausdifferenzieren, wie das für mittelgroße und große Kapitalgesellschaften vorgegeben ist. Für Kleinstkapitalgesellschaften haben wir schon gesehen, 264 Absatz 1 Satz 5 sagt, hier ist der Anhang nur fakultativ, er kann dadurch ersetzt werden, dass bestimmte Angaben unter der Bilanz aufgeführt werden. Da haben wir also auch eine Erleichterung wiederum für Kleinstkapitalgesellschaften und die Kleinkapitalgesellschaften müssen den Lagebericht und das beinhaltet auch die Kleinstkapitalgesellschaften, die müssen den Lagebericht nur fakultativ aufstellen, 264 Absatz 1 Satz 4 lässt also den kleinen Kapitalgesellschaften und überall, wo kleine Kapitalgesellschaften steht, sind auch erfasst die Kleinstkapitalgesellschaften, die müssen also nicht zwingend einen Lagebericht aufstellen, Paragraph 264 Absatz 1 Satz
4. Kleine Kapitalgesellschaften brauchen den Lagebericht nicht aufzustellen. Das ist also eine Erleichterung für kleine und damit zugleich auch Kleinstkapitalgesellschaften. Entsprechendes gilt, wie ich schon gesagt habe, bei den Größenklassen für die Kapitalgesellschaften und Co. und auch für die unter das Publizitätsgesetz fallenden Unternehmen. Auch hier ist nach Größenklassen zu differenzieren für die Frage, welche Rechnungslegungsvorschriften finden Anwendung und wo gibt es Erleichterungen. Eine Erleichterung gibt es weiter noch bei der Prüfung. Wir werden noch die einzelnen Etappen sozusagen der Aufstellung, Prüfung, Feststellung des Jahresabschlusses uns anschauen. Bei bestimmten Kapitalgesellschaften, grundsätzlich bei allen Kapitalgesellschaften, ist vorgegeben eine Prüfung. Ausgenommen sind allerdings die kleinen Kapitalgesellschaften. § 316 Absatz 1 Satz 1. Prüfung des Jahresabschlusses bedeutet, dass ein externes, im Idealfall und nach den gesetzlichen Vorgaben neutrales, unparteiisches Unternehmen, insbesondere eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sich die Rechnungslegungsunterlagen der Gesellschaft, der zu prüfenden Gesellschaft anschaut und beurteilt, ob die GOB, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, eingehalten worden sind, ob also alles seine Richtigkeit hat im Sinne der GOB. Es wird nicht die wirtschaftliche Vernünftigkeit der Transaktionen, der Geschäftsvorfälle überprüft, sondern nur die Konformität mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und natürlich den gesetzlichen Vorgaben. Und da ist in der Vergangenheit ja bei Wiretech einiges schiefgelaufen. Das hat der Gesetzgeber zum Anlass genommen für ein Reformgesetz, mit dem das Prüfungswesen zum Teil neu geregelt, etwas strenger ausgestaltet werden soll. Das werden wir uns nochmal bei der Prüfung anschauen. Also Prüfung bedeutet Überprüfung der Rechnungslegung durch ein externes Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Und diese Prüfung ist nur verbindlich für mittelgroße und große Kapitalgesellschaften. 316 nimmt dagegen kleine Kapitalgesellschaften von der Prüfung aus. 316, der Jahresabschluss und der Lagebericht von Kapitalgesellschaften, die nicht kleine im Sinne des 267 sind durch einen Abschlussprüfer zu prüfen. Das gilt also nur für mittelgroße und große Kapitalgesellschaften, nicht für kleine und damit auch nicht für Kleinstkapitalgesellschaften, die ja immer mit gemeint sind, wenn irgendwo kleine Kapitalgesellschaften steht. Dann ist grundsätzlich für die Kapitalgesellschaften vorgeschrieben auch die Offenlegung des Jahresabschlusses bzw. der Rechnungslegung. Grundsätzlich also für Kapitalgesellschaften vorgeschrieben. Auch hier gibt es aber größenabhängige Erleichterungen. Und das ergibt sich dann aus den 326, 327 HGB, was die Offenlegung des Jahresabschlusses anbelangt. § 326 regelt größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften und Kleinstkapitalgesellschaften bei der Offenlegung. Das heißt also, im Umkehrschluss heißt das, auch kleine und Kleinstkapitalgesellschaften sind grundsätzlich offenlegungspflichtig, können nur bestimmte Erleichterungen in Anspruch nehmen. 326 Absatz 1 auf kleine Kapitalgesellschaften ist § 325.1 über die Offenlegung mit der Maßgabe anzuwenden, dass die gesetzlichen Vertreter nur die Bilanz und den Anhang einzureichen haben, nicht dagegen die Gewinn- und Verlustrechnung. Und der Anhang muss dementsprechend auch nicht die Gewinn- und Verlustrechnung betreffenden Angaben enthalten. Die gesetzlichen Vertreter von Kleinstkapitalgesellschaften, 326 Absatz 2, können ihre sich aus 325.1 ergebenden Pflichten zur Offenlegung auch dadurch erfüllen, dass sie die Bilanz in elektronischer Form zur dauerhaften Hinterlegung beim Betreiber des Bundesanzeigers einreichen. Die können also auch in elektronischer Form diese Offenlegungspflicht erfüllen. Und die Regelung des 326.1 für kleine Kapitalgesellschaften gilt dann auch automatisch für Kleinstkapitalgesellschaften. Also bei der Offenlegung bestimmte Erleichterungen
und auch für mittelgroße Kapitalgesellschaften bestimmte Erleichterungen bei der Offenlegung, Paragraph 327. Offenlegung heißt also, die Rechnungslegung muss veröffentlicht werden im elektronischen Bundesanzeiger, muss also der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Das müssen grundsätzlich alle Kapitalgesellschaften machen, aber mit bestimmten Erleichterungen für die kleinen und Kleinstkapitalgesellschaften 326 und 327. Für mittelgroße Kapitalgesellschaften ist 325.1 mit der Offenlegungspflicht mit der Maßgabe anzuwenden, dass die gesetzlichen Vertreter die Bilanz in verkürzter Form, wenn ich das einmal zusammenfasse, einreichen können. Die müssen also haben also die Möglichkeit, eine verkürzte Bilanz dann einzureichen. Das heißt also mit geringerer Gliederungstiefe. So, das also zu der Einordnung in Größenklassen. Und ich hatte schon gesagt, man muss beim Jahresabschluss und in weiteren Bestandteilen der Rechnungslegung verschiedene Etappen unterscheiden. An erster Stelle steht die Aufstellung. Das bedeutet also, es wird überhaupt erst die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, gegebenenfalls Anhang und Lagebericht angefertigt. Und der nächste Schritt ist dann bei den prüfungspflichtigen Kapitalgesellschaften und gleichgestellten Gesellschaften die Prüfung durch externe Prüfer, durch Abschlussprüfer. Dann folgt bei bestimmten Unternehmen die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und schließlich die Offenlegung, über die wir gerade gesprochen haben. Das also die einzelnen Etappen beim Jahresabschluss und den weiteren Elementen der Rechnungslegung. Die Aufstellung zunächst einmal ist der rein technische Vorgang, dass man aus den über das Geschäftsjahr hinweg geführten Konten, wie wir das gerade eben anhand dieser Beispielsfälle gesehen haben, aus diesen Konten wird der Jahresabschluss, das heißt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet. Das ist zunächst einmal und mit Unterstützung noch des Inventars als Hilfsmittel. Das ist also zunächst einmal nur der technische, der zunächst einmal interne Vorgang, dass man aus der über das laufende Geschäftsjahr hinweg vorgenommenen Kontoführung dann die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung ableitet. Es handelt sich im gewissen Sinne nur um einen Entwurf, denn eine rechtliche Verbindlichkeit, eine Rechtswirksamkeit nach außen erlangt der Jahresabschluss erst mit der Feststellung. Das ist der Akt, mit dem er nach außen rechtlich existent wird. Zunächst einmal ist das aber nur ein interner Entwurf. Diese Aufstellung des Jahresabschlusses ist von dem jeweils zuständigen Organ zu unterzeichnen, § 245 HGB, und das ist beim Einzelunternehmen der Einzelkaufmann natürlich, bei der Personenhandelsgesellschaft die geschäftsführungsvertretungsberechtigten Gesellschafter und schließlich bei den Kapitalgesellschaften die Vertretungsorgane, Geschäftsführer der GmbH, Vorstand der Aktiengesellschaft. Die müssen das also unterschreiben. Ja, zuständiges Organ, natürlich der Einzelkaufmann beim Einzelunternehmen, bei den Personenhandelsgesellschaften, die geschäftsführenden Gesellschafter bei der OHG beziehungsweise der geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter bei der KG, wenn nicht ausnahmsweise dem Kommanditisten auch eine Geschäftsführungsbefugnis eingeräumt worden ist im Gesellschaftsvertrag. Bei den Kapitalgesellschaften, das ergibt sich aus 264 Absatz 1 Satz 1, ist das Vertretungsorgan zuständig für die Aufstellung des Jahresabschlusses. Das bedeutet also bei der GmbH der Geschäftsführer, bei der Aktiengesellschaft der Vorstand und bei der Kommanditgesellschaft auf Aktien. Das ist eine Mischform aus Aktiengesellschaft und Kommanditgesellschaft. Da haben wir einen persönlich haftenden Gesellschafter, der ist geborenes Geschäftsführungsorgan. Der ist dann bei der KGaA zuständig für die Aufstellung des Jahresabschlusses. Bei der Aufstellung können sich die zuständigen Organe natürlich der Unterstützung von Hilfspersonen bedienen, aber sie tragen letztendlich die Verantwortung für den Jahresabschluss. Das kommt ja auch in der Unterschrift des 245 HGB zum Ausdruck. Ja, welche Fristen gelten für die Aufstellung des Jahresabschlusses? Da ist wiederum zu unterscheiden zwischen den Kapitalgesellschaften und den Personenunternehmen. Bei den Kapitalgesellschaften, da greife ich einmal vor, da haben wir eine ausdrücklich vorgegebene Frist. 264 Absatz 1 Satz 3 HGB regelt die Aufstellungsfrist für Kapitalgesellschaften. 264
Absatz 1, Satz 3 sagt, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht von den gesetzlichen Vertretern in den ersten 3 Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen ist. Also in den ersten 3 Monaten des folgenden Geschäftsjahres für das zurückliegende Geschäftsjahr. Da haben wir also eine recht strenge, eine recht kurze Frist. Wie ist das bei den Personenunternehmen? Da haben wir keine feste Frist, die vorgegeben ist, sondern da haben wir nur die allgemeine Regelung des 243 Absatz 3 HGB, der keine feste Frist anordnet, sondern 243 Absatz 3 HGB sagt lediglich, der Jahresabschluss ist innerhalb der einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entsprechenden Zeit aufzustellen, also keine feste, sondern eine, ja, wenn man so will, variable Frist innerhalb der einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entsprechenden Zeit. Es gilt also hier nicht diese strenge 3-Monats-Frist. Andererseits kann diese Frist natürlich auch nicht unbegrenzt lange laufen, sondern man sagt, spätestens bis zum Ende des darauffolgenden Geschäftsjahres, also spätestens innerhalb von 12 Monaten, muss die Aufstellung erfolgen, so die überwiegende Auffassung. Für Unternehmen, Personenunternehmen, die dem Publizitätsgesetz unterliegen, gilt dann allerdings auch wieder die 3-Monats-Frist nach dem Publizitätsgesetz. So, bis hierhin für heute. Wir werden dann an dieser Stelle bei der Aufstellung in der nächsten Woche weitermachen. Wir sehen uns am nächsten Dienstag wieder. Ihnen bis dahin alles Gute, bis nächste Woche.